Ja, hallo, guten Tag zur zweiten Ausgabe der Motorlounge. Dirk Spaniel. Holger Douglas. Und das Thema heute: Motorradfahrer, die demonstrieren. Wir stehen hier vor einem Motorrad oder sitzen bequem, mehr oder weniger bequem, vor einem Motorrad. Und jetzt fangen ja auch, also nach den Bauern, die demonstrieren, nach den Bürgern, die demonstrieren, die Motorradfahrer an zu demonstrieren. Was soll das eigentlich? Ja, die Motorradfahrer haben ja schon vor einer ganzen Weile demonstriert. Da gab es ja vor der Sommerpause auf einmal die Aussage, dass Motorradfahrer mit Fahrverboten bedacht werden. Und das Interessante war, das ist dann kurz als Demonstration ausgeführt worden. Gab es eine riesen Demonstration hier in Stuttgart. Tausende Motorradfahrer. Ist gar nicht so in den Medien gewesen, aber ich war im Stau gestanden. Ich habe es mitgekriegt. Also wirklich Tausende. Und die haben demonstriert gegen Fahrverbote. Gegen Fahrverbote für Motorräder. Was ist denn da betroffen? Also als normaler Bürger erlebe ich ja Motorradfahrer ja nur als laute, lärmerzeugende, am Wochenende mich störende Zeitgenossen. Ja, also in dem Gesetz oder in dem, was da als Pressemeldung kam, war das Thema, das Hauptthema war, dass laute Motorradfahrer eben oder dass laute Motorräder von bestimmten Strecken zu bestimmten Zeiten ausgeschlossen werden sollen. So kam es an die Presse. Dann haben die Motorradfahrer demonstriert und dann hat sich der Andi Scheuer, der Verkehrsminister, hingestellt und hat gesagt: Braucht euch keine Sorgen machen, liebe Motorradfahrer, solange ich Verkehrsminister bin, wird es keine Fahrverbote geben. Ich weiß nicht, wie weit er jetzt nach der Sommerpause geplant hat, der Herr Scheuer. Also es ist nicht so richtig ungefährlich, so eine Aussage vom Verkehrsminister. Die Halbwertszeit solcher Aussagen, die wird immer kürzer. Das ist das Problem. Aber immerhin, wenn die Motorradfahrer demonstrieren, halten sie wenigstens die Sicherheitsabstände, die Corona-bedingt sein sollen, ein. Ja, vielleicht nicht auf dem gleichen Motorrad, aber da hat man ja in der Regel auch einen gewissen Mund- und Nasenschutz. Ja. Manchmal auch mit Visier. Ne? Lässt sich das Coronavirus davon beeindrucken? Ja, also ich glaube, wenn so zwei Helme da auf sind, da ist wenig Übertragungsmöglichkeit durch ein Coronavirus. Naja. Es gibt ja einen Bundesratsbeschluss. Was sieht der denn vor? Ja, tatsächlich ist es so, man denkt ja, solche Beschlüsse kommen in der Regel von grünen Landesregierungen. Tatsächlich gibt es einen Beschluss des Bundesrates auf einen Antrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Nordrhein-Westfalen, müssen wir noch mal kurz dran denken, ist nicht schwarz-grün, das ist nämlich Baden-Württemberg. Nordrhein-Westfalen ist die freiheitliche FDP und die CDU und die wollen den Motorradfahrern das Motorradfahren weitgehend verbieten. Also noch mal, FDP und CDU-Landesregierung bringen das im Bundesrat ein. Und da stehen ganz schöne Hämmer drin, die so in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt waren. Was denn beispielsweise? Ja, da steht zum Beispiel, das ist also das, was die Motorradfahrer dann über ihre Demonstration gezeigt haben, ist ihren Unmut gegenüber den Fahrverboten, die es geben soll am Wochenende. Da steht aber noch viel mehr drin in diesem Bundesratsbeschluss. Da gibt es insgesamt gibt es 10 Punkte. Ich will die jetzt nur mal so im Groben durchgehen. Der erste Punkt ist eigentlich der entscheidende. Da sollen die Geräuschemissionen in allen Fahrzuständen auf die gesetzlich zulässigen 80 Dezibel begrenzt werden für Neufahrzeuge. Dann geht es im zweiten Punkt darum, dass es hier Manipulationen an verschiedenen Teilen, also Auspuff und Luftfilter, das soll deutlicher bestraft werden. Und dann gibt es im dritten Punkt geht es darum, Silent Rider soll gefördert werden. Das ist im Prinzip Elektromotorräder. Und dann geht es um das Thema Motorsteuerung, sollen verboten werden. Dann soll nochmal in dem Punkt 5 der Umstieg auf nachhaltige und lärmarme Motorräder mit alternativen Antriebstechniken, insbesondere Elektroantrieb, soll unterstützt werden. Dann geht es weiter, wirksamere Messverfahren einzusetzen und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote. Also der Punkt 7 ist der einzige, der an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes zu ermöglichen. Dann geht es aber weiter, gibt es noch einen weiteren Punkt. Raser und Belästiger sollen der Strafe nicht entgehen können. Und es soll zum Beispiel jetzt eine Lösung finden, wie man Motorräder identifizieren kann.
Und dann geht es noch weiter, das soll eben das Halterhaftungsprinzip eingeführt werden, das heißt, dass der Motorradfahrer sich nicht mehr rausreden kann mit der Anonymität. Also wenn es ist ja so, wenn Motorräder geblitzt werden, wenn die Blitzer in der Regel von da vorne sind, findet man zwar, dass das Motorrad zu schnell war, aber man weiß nicht, wer es gefahren hat. Ja. Oder das Motorrad ist schneller, als der Blitzer erlaubt. Ja, das ist die Hoffnung, kann ich, glaube ich, begraben. Es ist so, dass bis in sehr hohe Geschwindigkeiten diese Blitzer funktionieren sollen. Einwandfrei. Nun, als Eifel, die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, hat vermutlich die Bewohner der Eifel im Visier. Dort sind ja relativ viele Motorradfahrerstrecken, die auch im Rennmodus teilweise befahren werden, sehr zum Leidwesen der dortigen Bewohner. Eigentlich kann doch niemand was dagegen haben, wenn die Motorradfahrer leise sind. Richtig. Die leiseste Art der Fortbewegung ist das Sitzenbleiben. Das ist nun leider keine Fortbewegung. Ja? Und alle anderen Arten von Fortbewegung, ob das jetzt Pferdegetrappel ist oder eine Pferdekutsche, die vorbeitrappelt, ist romantisch, aber wenn man das ein paar Mal erlebt hat, das ist auch ganz schön laut, so Hufeisen auf Asphalt. Dann natürlich jede Art von Verkehr erzeugt einen gewissen Lärm, und wenn es nur Abrollgeräusche sind. Aber ich denke, es geht hier ja gar nicht darum, die meisten Motorradfahrer sind ja von sich aus so vernünftig und machen das nicht in geschlossenen Ortschaften, sondern machen das im Prinzip auf freier Strecke und fahren dort etwas zügiger. Und das ist eine generelle Frage, inwieweit will man ja, Motorradfahren, Autofahren, unser ganzes Leben immer weiter regulieren. Und ja, da gibt es diesen Vorschlag hier, der Bundesratsbeschluss, ja. Aber wir haben ja jetzt gerade nur über das Thema Lärm gesprochen. Ja. Und wir können ja über die Freiheit am Schluss kommen. Jetzt kommen wir erstmal darauf, wo entsteht denn eigentlich der Lärm beim Motorradfahren? Das umstritten ist ja, wann welche Lärmmessungen als Grundlage herangezogen werden zur Charakterisierung des Lärms. Ja, also genau. Wie laut ist ein Motorrad? Genau. Eine Frage, die ja nicht so einfach zu beantworten ist. Richtig, weil es geht nämlich um den Betriebszustand. Und es ist so, dass verschiedene Arten von Messungen stattfinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Maschine hier anlasse und dann auf der Seite messe, wo der Auspuff nicht ist, ja, dann habe ich, also jetzt hier vorne messe, ja, habe ich ein anderes Geräusch, als wenn ich das Mikrofon direkt den Auspuff halte. Und ein Extremgeräusch habe ich natürlich, wenn ein Motorrad aus voller Fahrt nochmal beschleunigt. Und das ist etwas, was durch die Messung so, eine Vorbeifahrmessung in einem bestimmten Abstand gemacht, in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich. Und die meisten Motorräder sind da eben unterhalb einer gewissen Lärmschwelle, der 80 Dezibel. Die sind aber in anderen Betriebszuständen durchaus lauter. Also wenn ich das Gaspedal oder den Gashebel aufreiße, dann ist kein Wunder, dass dann bei 10.000, 12.000 Umdrehungen die Lärmgrenze von 80 dB nicht eingehalten werden. Ja, sie werden auch im Stand nicht eingehalten. Also die Motorräder im Stand, wenn ich direkt am Auspuff messe, ist zum Beispiel deutlich höher. Und das ist nämlich jetzt der Casus Knactus, der in diesem Papier, in diesem Bundesratsbeschluss drinsteht. Da steht nämlich drin, dass über alle Betriebszustände, die Forderung ist, dass über alle Betriebszustände dieser Lärmpegel auf 80 Dezibel begrenzt wird. Und das ist die Forderung. Und das hat aber einen Haken. Damit ist der Betriebszustand Motorrad steht auch eingeschlossen. Und jetzt haben wir uns die Mühe mal gemacht und haben das mal recherchiert. Welche Motorräder erfüllen denn im Stand diese 80 Dezibel? Das haben wir nicht selber gemessen, sondern das steht ja in den Papieren drin. Da haben wir zum Beispiel eine Kawasaki, die hat 72 Dezibel in der Fahrt, Z650. Ja. Die hat 72 Dezibel in der Fahrt, das ist schon ziemlich leise. Im Stand hat sie 90. Wieso kommt dieser Unterschied zustande? Also die ist lauter nach den Dezibelangaben im Stand als beim Fahren. Das kann ja irgendwo nicht sein. Doch, das kann sein. Das gilt für ganz, ganz viele Motorräder. Am lautesten ist eine KTM, jetzt hier die von denen, die wir ausgesucht haben, die hat sogar über 100 Dezibel. Ja, da wird in Auspuffnähe im Stand gemessen. Das ja. Hat ja schon Presslufthammerqualitäten. Ja, noch nicht ganz, aber es geht logarithmisch. Ja, also das ist schon richtig viel, 3 Dezibel mehr. Ja. Hier ist es auf jeden Fall so, da kann man ganz klar sagen, von den Motorrädern, die heute zugelassen sind, erfüllt keines
diesen 80 Dezibel Grenzwert im Stand. Und diese etwas perfide Formulierung dieser Forderung heißt also, wenn der Bundesrat fordert, dass keiner mehr als 80 Dezibel Lärm erzeugen darf, ist das eine andere Forderung als, oder ist es genau die gleiche Forderung wie, wir wollen keine Motorräder mehr mit Verbrennungsmotoren. Und das ist das Perfide, da hat man uns wieder etwas verpackt oder der Öffentlichkeit etwas verpackt als kleine moderate Einschränkung. Es geht gegen die bösen lauten Motorräder. Aber wenn die 80 Dezibel in jedem Betriebszustand gelten, auch im Stand, dann heißt das nichts anderes, als dass Motorräder mit Verbrennungsmotoren keine Zulassung mehr kriegen. Also jedes Motorrad muss zu Hause stehen bleiben. Es darf nicht mehr gefahren werden, wenn dieser Grenzwert durchkommt. Nicht jedes Motorrad, was wir haben, sondern jedes Motorrad, was neu zugelassen würde. Das heißt also, aber wir haben das ja bei den Dieselfahrverboten auch erlebt. Ja, es ist dann so, das gilt erst für Neufahrzeuge. Und dann stellt man kurze Zeit später fest, oh, das machen wir rückwirkend für alle anderen auch gleich mit. Und so war das ja auch mit den Fahrverboten. Auf einmal waren bestimmte Fahrzeuge, die auch schon zugelassen waren, ja auch vom Betrieb ausgeschlossen. Und das können Sie ganz elegant machen. Da gibt es dann zum Beispiel bestimmte Strecken in der Eifel, ja, wo man dann eben sagt, Motorräder, die eine bestimmte Abgasnorm oder Lärmemissionsnorm nicht erfüllen, die dürfen hier nicht mehr fahren. So einfach ist das dann. Das ist ein streckenbezogenes Fahrverbot und dann haben Sie genau den gleichen Effekt. Können Sie hier das Ding zum Beispiel nicht mehr benutzen. Die hat auch mehr als 80 Dezibel im Stand. Und deshalb ist das natürlich schon einerseits eine massive Einschränkung, andererseits also Einschränkung für den Fahrer und andererseits ist es wieder etwas, was an der Öffentlichkeit total vorbeigegangen ist. Ich habe es ja gerade gesagt, in der Öffentlichkeit ist das nur diskutiert worden, dass Sonn- und Feiertagsfahrverbote existieren sollen. Und dahinter verbirgt sich ein komplettes Motorradfahrverbot dann, de facto. Ja. Aber jetzt erklären Sie mir nochmal, wie kommt ein Motorrad dazu, im Stand eine solche Lautstärke zu erzeugen? Was passiert da? Es ist nicht nur im Stand, es ist vor allen Dingen der Ort der Messung. Wenn ich eine Vorbeifahrmessung habe, ja, dann ist die ja in einem gewissen Abstand zum Motorrad. Also das Mikrofon wird ja nicht permanent an das Motorrad rangehalten. Die Standmessung ist direkt in Auspuffnähe, ja. Und die Vorbeifahrmessung ist in einem gehörigen Abstand, ein paar Meter. Und da fährt das eben vorbei. Und wenn ich jetzt hier ein paar Meter wegmesse, dann sind das auch keine 80 Dezibel mehr. Dann ist es auch weniger. Aber die Geräusche nehmen ja mit dem Abstand, ich glaube, in einer kubisch ab. Dritten Potenz ab. Ja, genau. Weil Schallwellen dehnen sich ja räumlich aus, ja. Ja, und dann nimmt die Intensität ab. Ist aber so, dass ja gefordert wird, dass der Grenzwert für den kompletten Betriebsbereich gilt. Und das kann man wieder so und so interpretieren. Jetzt kann man natürlich sagen, dieser einige Meter Abstand gilt. Ja. Aber wenn man perfide ist, dann sagt man, nö, 80 Dezibel im Stand gilt und die Vorbeifahrtmessung muss man auch auf 80 Dezibel machen. Und eine ähnliche Vorgehensweise hat man ja auch bei der Abgasgesetzgebung für Pkw gehabt. Und deshalb bin ich da, sag ich mal so, man erlebt es, ja, dass eine, sage ich jetzt mal, populistische Forderung vorbereitet wird, ja, indem man zum Beispiel suggeriert, die meisten in diesem Land wollen keine Lärmemissionen von Motorrädern. Dann kocht man das Ganze so ein bisschen weich und dann macht man ein knallhartes Gesetz und das kann leider keiner mehr erfüllen, außer Elektromotorräder. Was ist denn da gegen Elektromotorrad zu sagen? Das ist doch schön, ist es leise, man hört fast nur, außer einem kleinen Sirren hört man nicht sehr viel, dass man nicht so weit kommt, nur gut, das ist ein kleiner Schönheitsfehler. Ja, ja, genau. Also so ein, der eigentliche Punkt ist aber genau beim Motorradfahren dieses Gefühl von Freiheit. Und wenn man einen Elektroroller gefahren hat, also gerade auch so als Stadtvehikel, ja, da stellt man meistens fest, so nach 10, 15 Kilometern ist das ziemlich Ebbe, ja, oder 20 Kilometern mit dem Akku. Und wir haben das mal analysiert. Die allermeisten Elektroroller haben eben Reichweiten in der Größenordnung bei konstant 20 Kilometer pro Stunde gemessen, von 40, 50 Kilometern und dann aber auch nochmal sehr viel weniger, wenn sie die zügiger fahren. Und gerade Motorrad wird ja zügig bewegt. Und
da kann man das extrapolieren. Harley Davidson hat so ein Motorrad gebaut, so ein Elektromotorrad. Das hat eine Batterie drin, die hat 16 Kilowatt, 15,5 Kilowattstunden. Die Angabe ist, dass sie damit über 200 Kilometer weit kommen. Das würde aber bedeuten, dass sie einen sehr sparsamen Fahrstil haben. Also so 7,5 Kilowattstunden Nettoverbrauch auf 100 Kilometer, das ist schon sehr wenig. Und bergab wahrscheinlich, den Gotthard herunter. Ja, genau. Und das ist also, was man eben vergisst zu sagen, gerade wenn man Motorrad zügiger bewegt, beschleunigt, dann hat man schon erheblichen Energieverbrauch. Und das geht ja immer so ein bisschen unter. Das Motorrad hat zwar einen guten Wirkungsgrad, Elektromotor, Getriebe. Wenn man aber die ganze Kette nimmt, Entladewirkungsgrad der Motorradbatterie, Wirkungsgrad des Elektromotors, kleine Verluste beim Getriebe, dann kommt man so auf 75%. So ein Motorrad mit Verbrennungsmotor, was so unter Volllast bewegt wird, hat einen Wirkungsgrad von, also über den Daumen gepeilt, 25%. Und das, der Unterschied ist jetzt der, dass eben in so einem kleinen Tank da oben, 16 Liter, ja, sind 160 Kilowattstunden. Das ist das Zehnfache von dem, was bei der Harley-Davidson drin ist. Das heißt, wenn die beiden den gleichen Wirkungsgrad hätten, ja, dann müsste der Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors ein Zehntel geringer sein als der von dem Elektro. Also müsste bei 7,5% liegen. Das ist völlig ausgeschlossen. Das heißt, der liegt in der Verbrennungsmotor bei 25% liegt, ja, und der andere ist dreimal höher. Ja, dann muss ich entsprechend die 160 Kilowattstunden durch drei teilen. Ich will jetzt nicht zu viel Rechnung machen. Ja, auf jeden Fall die Batterie, die imaginäre Batterie eines heutigen verbrennungsmotorischen Motorrads, die ist drei, viermal größer. So über den Daumen gepeilt. Das heißt also, wer heute schon das Gefühl hat, dass er relativ häufig zur Zanksäule muss mit seinem Motorrad, der kann die Strecke, die er heute fährt, im Prinzip durch drei oder vier teilen. Und dann hat er die Reichweite, die er erreichen kann mit einem Elektromotorrad, so wie es da jetzt gebaut wurde. Also statt des Tagestrips mit 250 km/h, dann sind vielleicht noch 50, 30, 40, 50 Kilometer pro Tag drin. Weil die Aufladezeit, wie lange lädt man da an? Ja gut, also die Batterien beim Motorrad sind ja kleiner. Ja, und deshalb ist es natürlich zu erwarten, dass die ganz hohen Ladeleistungen nicht funktionieren werden. Und die öffentlichen Ladesäulen haben alle so um die 22 Kilowatt Ladeleistung. Ja. Und da kann man sich ja überlegen, so ein, ich habe es ja gerade von der Harley-Davidson gehabt, der Tank so 16 Kilowattstunden hat, die Batterie 16 Kilowattstunden hat, dann lädt der eben, naja, 22 Kilowatt ist die Maximalleistung, ja, dann lädt er eben fast eine Stunde. Ja. Das heißt, am Ende lädt er ja nicht mehr so schnell, weil die Batterie dann voll ist. Und dann lädt er hinterher fast eine Stunde sein Motorrad wieder auf und kann dann wieder 160 Kilometer fahren oder 150. Also es ist nicht irgendwie 5 Minuten und da kommt dann noch was dazu. Man fährt ja auch ungern Motorrad alleine. Ja, man fährt dann so mit einer Gruppe. Ja, und die Tankstelle, wo so gerade 10 freie Ladesäulen sind, ja, die dann alle gleichzeitig reingesteckt werden, die wird es nicht geben. Das heißt, die ersten zwei laden dann noch so auf, so eine Stunde, ja, und die zweiten kommen dann danach dran. Ja, und wenn dann diese ganze Gruppe durch ist, dann ist man so 5-6 Stunden an der Zapfsäule gewesen. Ja. Kann ja dann auch eine schöne Zeit sein. Kann man vielleicht noch grillen und so. Ja, vielleicht muss der Motorradfahrerclub dann erstmal die Teslas von den Zapfsäulen vertreiben, bevor sie dann selber dort kommen. Ja, oder so, ja. Das funktioniert also nicht. Das Hauptproblem ist dasselbe wie bei dem Elektroauto. Der Energievorrat ist zu gering. Es macht also keinen Spaß, schon gleich gar nicht. Sollte man auch zu zweit auf dem Motorrad sitzen, da braucht man ja noch mehr Energie. Ja. Das kann man sich also gar nicht vorstellen. Also es ist noch krasser als beim Auto, weil natürlich beim Auto ist es so, ich kann so ein richtig gut funktionieren, tun ja nur die Autos mit den großen Batterien, ja, so 100 Kilowattstunden. Und diese Batterien wiegen 750 Kilo vom Auto. Ich kann aber kein Motorrad mit einer 750 Kilo Batterie machen. Ja? Und die Fahrwiderstände beim Motorrad, die sind nicht in dem gleichen Maß geringer. Das heißt, um die gleichen Reichweiten zu haben wie beim Elektroauto, müsste ich beim Motorrad schon so 350 Kilo Batterie machen.
Das ist ausgeschlossen. So viel wiegt das ganze Motorrad. Ja, hoffentlich wiegt es nicht so viel. Ja, ich meine, es gibt ja Motorräder, die um die 300 Kilo wiegen. Wer die mal gefahren hat, ja, ich habe auf so einem Fahrschule gemacht. Das ist schon so eine Sache, wenn da so an der Ampel so 300 Kilo, dann schwierig. Abends weiß man, was man getan hat. Dann ja, vor allen Dingen, wenn es mal versehentlich zur Seite gekippt ist, weiß man, wie schwer 300 Kilo sein können. Mhm. Naja. Aber dasselbe Problem kommt dann, was wir von den Elektroautos her auch kennen. Dort wird ja auch immer behauptet, wir müssen nur abwarten, bis die Batterien besser werden, bis sie leistungsfähiger werden. Die entwickeln sich ja und die Ingenieure sind sehr fleißig dabei, die Kapazität zu erhöhen. Müssen wir nicht einfach warten, bis bessere Batterien da sind, dass wir mit dem Elektromotor genauso weit wie mit so einer Kiste kommen? Also gerade der Motorradfahrer, der auch so ein Motorrad vielleicht fährt, der möchte ja gerade auch dieses Gefühl von Geräusch, diese Vibration, und der möchte das ja alles spüren. Und das ist natürlich beim Elektromotorrad so einfach nicht zu generieren. Das fährt einfach nur schnell, ja, beschleunigt auch ganz gut eigentlich. Aber der Punkt ist der eigentliche Punkt ist der, natürlich können wir warten, aber früher haben wir das anders gemacht. Früher haben wir erst eine Technik entwickelt und die war da und die war zum Verkauf. Und dann haben wir die alte Technik abgelöst. Ja. Es ist nicht so, dass man, als man Autos im Prinzip noch nicht funktionierend hatte, dass man gesagt hat, wir verzichten komplett auf Pferdekutschen, weil die wollen wir nicht mehr. Sondern man hat das Auto entwickelt, es hat funktioniert und dann hat das Auto von sich die Pferdekutsche abgelöst. Und was wir aber momentan machen, ist was völlig anderes. Wir verbieten, wir regulieren, wir schränken ein und wir schaffen einen Markt, den es gar nicht gäbe für eine Technik, die nicht funktioniert. Und ich habe mir den Preis von der Harley auch mal angeguckt. Ja, so eine Harley mit Elektroantrieb kostet mal glatt doppelt so viel wie so ein High-End-Motorrad, wie es jetzt zum Beispiel unseres, was hier hinter uns steht. Ja. Die Relation, ja, also die Harley kostet über 30.000 Euro, ja, deutlich über 30.000 Euro. Und das führt dann dazu, dass es einfach weniger Motorradfahrer gibt. Weil eins ist auch klar, das Entscheidende ist ja nicht der Elektromotor, das Entscheidende ist die Batterie, was die Kosten treibt. Also diese 16 Kilowattstunden Batterie. Und wenn ich diese Reichweiten will, dann gilt dieser Preis natürlich auch für die kleineren, schwächeren Motorräder. Und das, dann erleben wir genau das Gleiche wie beim Auto. So ein 4.000, 5.000 Euro Motorrad, ja, das wird es dann nicht mehr geben. Oder es hat eine Reichweite wie so ein Elektroroller von 25, 30 Kilometern. Ja. Aber das heißt also, alles wird wahnsinnig viel teurer. Und deshalb ist diese Forderung, man fordert also nicht die Abschaffung des Verbrennungsmotors, weil das Widerstand bringen würde, sondern man fordert eine Begrenzung auf 80 Dezibel für den gesamten Bereich, um damit die sogenannten Schummler lahmzulegen. In Wirklichkeit heißt dieses Papier Abschaffung des verbrennungsmotorisch angetriebenen Motorrads. Aber wäre es nicht langsam Zeit, darüber nachzudenken, wie weit das mit der Freiheit auf zwei Rädern in Tatsache ist? Ist das nicht eine etwas veraltete Vorstellung, die früher unsere Väter, unsere alten weißen Väter, Opas gehegt haben? Also ich denke, das ist genau das, was unsere Gesellschaft ja immer mehr umtreibt. Der Staat entscheidet, was gut ist für Sie, für mich, für alle. Und ich denke, man sollte sich gerade als Motorradfahrer das selber aussuchen können, ob man ein Motorrad fahren möchte oder nicht. Muss ja keiner. Ja? Kann man sich ja überlegen. Und die allermeisten fahren ein Motorrad, weil sie Spaß am Motorradfahren haben und nicht, weil sie ein billiges Fortbewegungsmittel von A nach B brauchen. In vielen Fällen ist das nämlich nicht unbedingt das Motorrad, das billigste Fortbewegungsmittel. Und deshalb ist es eine Einschränkung der Freiheit. Es ist nicht eine Beratung, was das bessere Leben wäre. Ja, und wenn ich mir das so vorstelle, der Staat versucht hier immer mehr zu regulieren und zu strangulieren. Und zumindest unsere Fraktion stellt sich da ganz klar dagegen. Es gibt so eine Motorradinitiative, die wir jetzt im Bundestag gegründet haben. Mein Kollege Uwe Witt hat das gemacht. Und wir werden uns auf jeden Fall gegen diese Fahrverbote stemmen. Vor allen Dingen werden wir uns auch gegen diesen Gesetzentwurf stemmen, der übrigens auch in dem Positionspapier der Grünen drin ist. Auch wieder so versteckt. Ja? Alle tun so, die Motorradfahrer freuen sich, die Fahrverbote sind vom Tisch. Es ging nie um die Fahrverbote. Das Gefährliche an diesem Papier
ist die Begrenzung auf 80 Dezibel über den gesamten Betriebsbereich. Das ist mir ganz wichtig, dass man das nochmal betont. Wie geht es denn weiter mit diesem Papier? Was ist jetzt der aktuelle Stand? Was sind die nächsten Schritte? Der Stand ist der, dass der Bundesrat das gefordert hat. Dann gibt es die Aussage von Andreas Scheuer, Verkehrsminister, der gesagt hat, er will das nicht im Bund einführen. Das kann er übrigens auch gar nicht, so zumindest nicht alles aus diesem Papier, weil er muss es nämlich über EU-Recht, er muss das EU-Recht an der Stelle ändern. Das begrenzt nämlich hier die Lärmemissionen und die Vorschriften. Die EU gibt die Vorschriften. Ein Bundesland oder ein Land in der EU kann das nicht singulär ändern. Und deshalb ist das so perfide, weil der Herr Scheuer stellt sich jetzt hin, ich mache nichts. Natürlich ist dieses Papier des Bundesrates auch bei der EU zur Vorlage. Und es ist auch klar, dass wenn diese Regelung kommt, dann kommt sie über die EU und gilt dann natürlich für Deutschland. Also der Herr Scheuer verspricht etwas, was gar keine Gefahr war, ja, an der Stelle, weil er nämlich eigentlich in Deutschland das gar nicht ändern kann. Und dieses Papier vom Bundesrat wird, wie gesagt, jetzt meiner Ansicht nach weitergetragen zur EU. Und genau wie bei allen anderen Fahrverboten dauert das dann so 1, 2, 3 Jahre, ja, vielleicht auch eher nur 1, 2. Und dann kommt ein Papier, eine Regulierung von der EU, EU-Verordnung oder eine Richtlinie. Und die gilt dann entweder komplett für Deutschland, wenn es eine Verordnung ist, oder es ist nur eine Richtlinie und dann muss man in Deutschland ein Gesetz machen. Und dann stellt sich wahrscheinlich nicht mehr der Herr Scheuer, weil da haben wir ja noch so einen Untersuchungsausschuss, ja, und weiß man ja nicht, wie der ausgeht. Ja. Aber der Nachfolger vom Herrn Scheuer stellt sich dann wahrscheinlich vor die Pressekameras im Deutschen Bundestag und sagt dann, ja, wir haben leider keine Wahl, wir müssen dieses Gesetz der EU leider umsetzen bei uns. Brüssel gibt uns vor. Brüssel gibt uns vor und aus dem Grund müssen wir jetzt leider, leider, leider den Motorradfahrern ihr Motorrad an der Stelle wegnehmen. Wie sieht das denn aus? Italien ist ein klassisches Motorradfahrerland. Die Ducati kommt auch aus Italien, gehört zwar zu VW jetzt. Wie stellen sich denn Motorradfahrer und Regierung in Italien in Sachen Lärm auf? Gibt es da Ähnliches? Also ich kenne ein solches Papier, eine solche Regelung nur aus Deutschland. Ich habe auch jetzt diese internationalen Medien an der Stelle nicht verfolgt, kann es nicht sagen. Aber es ist in der Regel schon so, dass diese Motorräder, diese Motorradthematik über die verschiedenen Nichtregierungsorganisationen in der EU getrieben wird. Also es ist schon so eine konzertierte Aktion. Das ist nicht so, dass das jetzt von Deutschland nur unsere Umweltorganisationen in Deutschland sind, sondern die sind natürlich europaweit vernetzt. Und das ist ja auch das Perfide. Sie schaffen es nicht, in einem einzelnen Land die Mehrheit zu kriegen, sondern sie bringen das im Prinzip über das EU-Parlament zurück. Und da gibt es ja, wir wissen ja, das EU-Parlament ist ja immer ein bisschen komisch von der Demokratie zusammengesetzt. Ja. Da hat ja nicht jedes Land die gleichen Stimmrechte. Und da müssen sie nur in bestimmten Ländern Mehrheiten generieren. Und wenn Sie die Mehrheiten zum Beispiel in Malta und Luxemburg haben, ja, dann haben Sie mal ganz schnell ein großes Mitgliedsland wie Deutschland überstimmt. Also Beispiel jetzt nur, also Malta, Luxemburg reicht jetzt an der Stelle nicht. Aber Sie müssen eben nur in bestimmten Ländern Mehrheiten erzeugen. Und das müssen nicht unbedingt die Mehrheit der EU-Bürger sein. Das ist aber jetzt eine EU-Thematik, die ist ein bisschen komplizierter. Das kriegen wir heute hier nicht. Das sind noch viel mehr Zahlen. Ja. Also, das müssen wir auch nicht, sondern wir können vielleicht noch, bevor wir dann auf Fragen von Ihnen eingehen, sind schon welche da? Es sind schon welche da, ja. Da gehen wir auch gleich drauf ein. Aber betrachten wir nochmal den Aspekt, der dahinter steht, den Sie ja angesprochen haben. Das ist auch wieder als ein Thema unter dem Begriff Einschränkung der Freiheit zu verstehen. Wer steckt denn dahinter? Was ist das Ziel? Also das Ziel dieser ganzen Politik, die wir ja seit mehreren Jahren erleben, weshalb wir auch diese Sendung jetzt ja machen. Ja, wir wollen so ein bisschen über diesen Gesetzeskonvolut informieren, was da auf uns zukommt, was dann plötzlich dazu führt, dass wir hier Fahrverbote für alles Mögliche haben. Und das Ziel dahinter ist tatsächlich individuelle Mobilität und nichts anderes ist ja Motorradfahren, Autofahren genauso, motorisierte individuelle Mobilität zu erschweren. Und von der Reichweite her einzuschränken und insgesamt komplizierter zu machen.
Also ich denke mal, meine Tochter, wenn die Regulierungen so weitergehen, wird nicht von heute auf morgen entscheiden können, sie setzt sich auf ein Motorrad oder in ein Auto in 10 Jahren und fährt von Deutschland nach Portugal. Sondern das wird erheblich komplizierter. Nicht, weil es Grenzen gibt, sondern weil sie sich planen muss, wo sie tankt, wo sie lang fährt, dass sie die entsprechenden Ladesäulen hat. Sie muss sich sehr große Gedanken machen, mit was sie fährt. Ja, wahrscheinlich wird sie sich mit bescheidenen Mitteln eben kein eigenes Gefährt leisten können. Und das sind alles Dinge, die vorbereitet werden. Und das Ziel dahinter ist tatsächlich, der feuchte sozialistische Traum, öffentlichen Transport maximal auszubauen und die Bewegungsfreiheit der Bürger einzuschränken. Und Sie wissen es ja, in der DDR gab es ja auch keinen flächendeckenden Autobesitz. Und die meisten hatten eben als Transportmittel dann auch innerhalb der DDR öffentliche Verkehrsmittel, die Reichsbahn zum Beispiel. Es gab ja auch nur in den meisten Dörfern ein einziges Telefon, um die Kommunikation einzuschränken. Das ist genau das Gleiche, ja. Das ist ein unfassbarer Rückschritt, wenn man dem folgt, was Sie so sagen, was Sie erzählen, was Sie da hineininterpretieren. Wie wahr ist das denn? Ja, wir müssen beobachten, dass diese ganze Gesetzgebung, die da kommt, die wird immer so getarnt wie hier auch. Die wird vorbereitet durch Studien, durch Positionspapiere. Dann gibt es Umfragen. Sind Sie gegen laute oder sind Sie auch für zu laute Motorräder oder sind Sie auch gegen zu laute Motorräder? Ja, so eine Suggestivfrage. Ja. Wenn ich allein diese Frage schon stelle und das Mikrofon 1000 Leute anhalte, sind Sie auch gegen zu laute Motorräder? Ja, oder finden Sie nicht auch, dass Motorradfahrer nicht betrügen dürfen bei der Lärmemissionsmessung? Ja, wenn Sie solche Fragen stellen, dann brauchen wir uns gar nicht, Sie müssen nicht überrascht sein, wenn da rauskommt. 60, 70, 80% der Bevölkerung wollen so etwas nicht. Das stimmt natürlich nicht, weil tatsächlich ist es so, es ist ja viel komplizierter. Die tatsächliche, wenn es denn eine Lärmbelästigung gibt, die findet ja bei den allermeisten vernünftigen Motorradfahrern eben im freien Gelände statt. Davon ist eigentlich außer dem Autofahrer, der vielleicht überholt wird, niemand betroffen. Und so vernünftig sind ja die meisten Motorradfahrer. Aber es betrifft doch eigentlich nur eine verdammt kleine Gruppe. Ja, das ist genau das, wo wir aufpassen müssen. Eine freiheitliche Demokratie schützt eben Freiheit im Allgemeinen. Und wenn ich im Einzelnen anfange, Sie sagen, heute betrifft es die Motorradfahrer, ja? Morgen sind es die Autofahrer. Das sind also heute die Motorradfahrer, so klein ist es nicht, ja? Das sind ein paar Millionen Motorradfahrer in Deutschland. Ja? Es betrifft immer zuerst eine kleine Gruppe, diese Regulierung. Und dann wird die Regulierung ausgerollt auf eine größere Gruppe. Das ist im Prinzip das gesetzlich vorgeschriebene Ende des Verbrennungsmotors im Motorrad. Und da brauchen wir nicht weit gucken. Der nächste juristische Schritt ist das Ende des Verbrennungsmotors im Auto, juristisch. Das kennen wir ja schon, gibt es ja auch die Diskussion, der böse Verbrennungsmotor, der das böse CO2 erzeugt. Und das ist ja diese Diskussion, die dann immer schnell kommt. Also das ist jetzt nur symbolisch der erste Schritt, zu laute Motorräder in Anführungsstrichen. Die sind ja gar nicht zu laut. Die erfüllen ja die gesetzlichen Vorgaben, Punkt. Die sind zugelassen. Die sind zugelassen, ja. Die sind einfach zugelassen. Und was jetzt hier wird so getan, als gäbe es hier einen evidenten Betrugsfall. Den gibt es ja nicht. Ja, das Standgeräusch ist ein anderes. Und wo gesagt wird, dass die teilweise im Betrieb diese 80 Dezibel überschreiten, das gehört ja nicht zum Test dazu. Und das ist ja das, was in der Öffentlichkeit immer auch so bei den Abgastests falsch dargestellt wurde. Sie können einen Test zu 100% erfüllen, wenn aber Sie andere Betriebspunkte haben im echten Betrieb, die eben nicht in dem Test abgedeckt werden, dann können da durchaus höhere oder niedrigere Werte entstehen. Und damit haben Sie eben den Test trotzdem bestanden. Ja? Es geht ja nur darum, der Test deckt nur ein bestimmtes Spektrum des Betriebs ab. Und was da drüber ist, das deckt er nicht ab. Und deshalb ist es kein Betrug, wenn man den Test erfüllt, weil man muss ja irgendeinen Test definieren. Und was jetzt hier passiert ist, man definiert hier quasi auf dem Papier einen neuen Test. Man hat den zufällig so gewählt, den Grenzwert, dass
dass er im Heute von allen zugelassenen Motorrädern nicht erfüllt wird. Und das ist das Perfide, wo ich sage, da hätten sich die Motorradfahrer mal drüber aufregen sollen. Ich hoffe, der ein oder andere guckt da mal hier jetzt unser Video und kriegt da mal mit, was da wirklich in diesem Beschluss drinsteht. Ich sage auch noch mal die Drucksachennummer, ja, damit, mal kurz gucken. Das ist die Drucksachennummer 12520 vom Bundesrat, ja, vom 15.05.2020. Und das können Sie ja noch einblenden auf die Seite nachher dann. Das werden wir noch auf die Seite stellen. Dass das jeder sieht. Und das klingt ja fast wie eine Arbeitsbeschreibung für den unsäglichen Abmahnverein Deutsche Umwelthilfe, wo man sich jetzt hier draufstürzen kann. Ja, hoffentlich kriegen wir da jetzt nicht irgendwelche Abmahnungen da an der Stelle, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir erleben so unverdächtige Papierchen, ja, und Beschlüsse, und dann wird in der Öffentlichkeit über eine totale Scheindebatte diskutiert. Es ging ja gar nicht um die Fahrverbote am Samstag und Sonntag oder auf bestimmten Strecken. Das Gefährliche ist, wie gesagt, was ganz anderes, und das ist in der Öffentlichkeit vorbeigegangen. Da kann man sich auch fragen, das wurde ja alles so gedreht, ja. Tatsächlich müssen die Motorradfahrer hier massiv Protest anmelden. Aufpassen, es geht immer, zunächst betrifft nur kleine Gruppen, die scheinbar nicht so wichtig sind. Wir sitzen hier in Baden-Württemberg. Hier kann man das... Aber jetzt kann man überlegen, haben wir eine Motorradindustrie in Baden-Württemberg? Nee, das sind die Bayern. Ach. Das sind die Bayern. Das spielt hier also keine so große Rolle. Aber wir haben hier ein weiteres Beispiel für den Angriff auf eine kleine Gruppe, nämlich die Steingärten. Das sind hier in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, wie weit im nördlichen Bereich Deutschlands man das mitbekommen hat. Es gibt immer mehr, vor allem in ländlichen Gebieten, Hausbesitzer, die kein kleines Gärtle mehr vor ihrer Haustür haben wollen, sondern sich einen Steingarten davor setzen. Sie erhoffen sich damit, weniger Gartenarbeit zu machen. Ob es schön oder nicht schön aussieht, das ist umstritten. Da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Doch hier in Baden-Württemberg wurde der Steingarten jetzt verboten. Ihrer Meinung nach auch ein kleines Beispiel, wo man vorsichtig sein muss beim Angriff auf persönliche Freiheiten? Ja, das ist ja schon, absurd, ja, dass der Staat so etwas reguliert. Ja, und vor allen Dingen geht es ja noch weiter. Wir haben erlebt, dass bei dem Thema Steingärten und bei dem Thema Dieselfahrverbote bereits genehmigte Güter, deren Anschaffung ja Geld gekostet hat, und manchmal gar nicht so wenig, ja, dass die per staatlicher Verordnung auf einmal nicht mehr zugelassen sind oder nicht mehr nutzbar sind. Und das ist für mich eigentlich der Skandal, dass vor wenigen Jahren war das völlig undenkbar, was sie mal gekauft haben und was zugelassen war, das konnten sie auch weiter benutzen. Ja, aber heute ist es so, und das ist der Steingarten ist ein ganz gutes Beispiel, ja, der Steingarten, den müssen sie heute entfernen lassen. Ja. Sie müssen einen richtigen Garten oder eine andere Art von Garten machen. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, die Regulierung in diesem Land, die wird immer gravierender. Und das merken wir natürlich in jedem Lebensbereich und natürlich besonders im Bereich Verkehr. Und Baden-Württemberg ist da immer ein Vorreiter, weil wir haben ja das Grün in der Landesregierung. Aber ich habe es ja gerade in dieser Motorradinitiative gesagt, das Schwarz ist auch nicht viel besser, weil in Nordrhein-Westfalen ist das Schwarz auch hier an der Regierung, zusammen mit der FDP. Und von denen kommt diese Motorradinitiative, also diese Anti-Motorradinitiative. Und das ausgerechnet doch in einem Land, das früher für seinen Liberalismus Sinnbild, ja, symbolhaft dastand. Ja. Ein 180-Grad-Kehre, es gilt also aufpassen und sehr die Entwicklung weiterverfolgen und vor allem auch an die Motorradfahrer aufpassen, was als nächstes kommt. Ich schlage vor, wir gehen jetzt mal auf die Fragen, die die Zuschauer haben können und versuchen, die zu beantworten. Könnt ihr mal die erste vorlesen? Ja, also es kam nochmal die explizite Nachfrage, wie genau dieses Testverfahren abläuft. Also was der Unterschied ist zwischen dem Fahrbetrieb und dem Standbetrieb, wie die Testverfahren aufgebaut sind. Da kannst du ja nochmal auf diese EU-Verordnung eingehen oder sie zumindest nennen, wo das drinsteht. Das sind knapp 20 Seiten, wo das alles schön bürokratisch ausgeführt ist. Und wenn du gerade bei dem Thema bist, pünktlich zur Sommerpause hat ja eine Gruppe von Grünen sich auch das Thema nochmal angenommen und hat schon zurückgerudert. Wir wollen ja gar nicht alle 10 Forderungen umsetzen, sondern nur 5 davon. Und eine dieser zentralen Forderungen ist ja genau diese, alle Betriebszustände. Insofern wäre es schön, wenn du da ja nochmal zu den Testbesagen kannst.
Ja, also zu dem Test kann man sagen, hier ist ja die explizite Nachfrage, wo wird genau gemessen? Wird auf Ohrhöhe gemessen? Nee, natürlich wird nicht auf Ohrhöhe gemessen, sondern es wird auf Auspuffhöhe gemessen. Ja. Also auf Auspuffhöhe, nah dran am Ort des Geschehens. Genau, und das ist ja alles kein Zufall. Ja. Das ist die Standmessung. Ja. Und die Vorbeifahrmessung, die wird schon in einem gewissen Höhenabstand gemessen. Das weiß ich jetzt nicht genau, das steht in dieser EU-Regulierung, es ist ein Vorbeifahrverfahren. Und da ist es so, dass es ja einige Meter weg ist von dem Motorrad, da ist es so, da ist jetzt die konkrete Höhe nicht mehr so relevant. Das wird ja immer relevanter, je näher man drankommt, weil wir haben ja gesagt, es dehnt sich kugelförmig der Schall aus. Und was auf jeden Fall ist, das darf man nicht verwechseln, ein Grenzwert gehört immer zu einem expliziten Messverfahren. Und die beiden Sachen kann man nicht getrennt voneinander betrachten. Und genau das wird hier gemacht. Hier wird ein Grenzwert genommen, der zu einem ganz anderen Messverfahren gehört, nämlich zu dem Vorbeifahrmessverfahren. Und der wird auf einmal auf alle anderen Betriebsbereiche extrapoliert oder übertragen. Ohne dass jetzt aber genau definiert ist, wie das Messverfahren ist. Und das ist das Perfide. Man kann, wenn man das so macht, kann man damit eine Technik im Prinzip per Gesetz ausschalten. Und deshalb muss man da aufpassen. Entscheidend ist, wie gesagt, nicht, wo der heute gemessen wird, sondern wenn diese Regulierung geändert wird, ist entscheidend, wo der genaue Messort ist, für den die 80 Dezibel gelten sollen. Und mit welchem Messverfahren gemessen wird. Genau. Und dann haben wir noch eine Frage. Ich hoffe, das haben wir. Bitte? Die Entsorgung. Die Entsorgung, ja. So ein Motorrad wie das hier besteht zu einem geringen Teil aus Plastik, ja. Thermoplaste, Duroplaste, die kann man granulieren, die verschwinden irgendwann dann in irgendwelchen Füllmaterialien. Ja. Der Rest ist Metall und Metall kann man in der aller Regel sehr gut zu 100% recyceln. Es sei denn, Lithium kann man jetzt sagen, ist auch ein Metall, ja, das stimmt, ja. Aber so eine Lithiumbatterie, wie sie in diesen Motorrädern drin wäre, da gibt es zwar theoretisch auch Entsorgungskonzepte, ja, aber praktisch ist das Ding Sondermüll. Das weiß ich jetzt nicht, was sie wiegen. Vor allem sind das sehr stabile chemische Bindungen, die irgendwie gelöst werden müssten, um das Lithium herauszubekommen. Das ist relativ utopisch bisher. Ja, das sind dann, heute haben wir an so einem Motorrad, weiß ich nicht, wahrscheinlich gar keinen Sondermüll. Ja. Wenn das Öl abgelassen ist, dann ist da nicht mehr viel, was in irgendeiner Form umweltschädlich ist. Und deshalb ist es so, das geht ja immer so ein bisschen unter. Elektroautos sind eben ein großer Rückschritt, was das Thema Wiederverwertbarkeit und Entsorgung angeht. Gab es ja diese Geschichte mit dem Tesla neulich mal in Österreich. Hat auch der Tesla-Besitzer nach dem Unfall versucht, sein Auto entsorgen zu lassen. Und keiner wollte es nehmen. Und das sieht man eigentlich schon, wo das Problem liegt. Und natürlich ist es so, das gilt natürlich auch für die Lithiumbatterie im Motorrad. Andere lassen ihre Teslas abbrennen, das ist auch eine Form der Entsorgung. Warm entsorgt, ja. Die nächste Frage bitte. Hier ist noch eine Aussage. Es ist doch schön, wenn die Motorräder leiser werden. Vielleicht wollt ihr dazu noch was sagen. Das hatten wir schon vorhin kurz gestreift, aber vielleicht können wir das nochmal kurz zusammenfassen. Niemand hat was dagegen, wenn die Motorräder leiser werden, das ist ganz klar. Aber ja. Was heißt leise? Ja genau, leiser. Ja. Wir müssen jetzt zwei Sachen unterscheiden. Es gibt sicherlich Personen, die ihr Motorrad manipuliert haben. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der das Motorrad etwas manipuliert. Früher, als ich noch jünger war, hat man gesagt, frisiert hat. Der Tuner, der das macht, der muss aber auch durch einen Genehmigungsprozess durch. Und wenn der diese Grenzwerte des Genehmigungsprozesses erfüllt, dann gilt das allgemein für ihn genauso. Das heißt, der fällt da nicht drunter. Der nachträglich heimlich manipuliert hat oder nicht zugelassene Teile verwendet, der, und da kann man tatsächlich drüber reden, ob solche Sachen gesetzlich reglementiert werden. Aber es geht ja gar nicht darum, ob ich 3 oder 4 Dezibel lauter bin. Ja. Es geht darum, dass ich hier ein potenzielles Fehlverhalten von ganz, ganz wenigen dazu nutze, eine doch relativ große Gruppe von Motorradfahrern komplett ihrer Freiheit zu berauben. Und das sehen wir übrigens ja auch bei der Corona-Krise. Ja, eigentlich geht es um wenige Kranke und Infizierte, aber ich sperre die ganze Bevölkerung ein. Nichts anderes mache ich. Und so ist es hier auch. Es geht um einen ganz kleinen Teil.
den man nicht tolerieren will als, sage ich jetzt mal, Fahrradfahrer oder grüner Aktivist. Und diese ganzen Regulierungen werden dann so übertrieben gemacht, dass sie die ganze restliche Gruppe von Motorradfahrern, die sich absolut korrekt verhalten, die ihr Hobby ausleben wollen, dass man denen dieses Hobby wegnimmt. Wie verhält sich das eigentlich mit den Auspuffklappen, die während der Fahrt dazugeschaltet werden können bzw. geöffnet werden können? Ja, da muss man sich auch fragen. Plaudern Sie mal aus dem Nähkästchen. Da kann ich nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe tatsächlich an Auspuffklappen nicht rumentwickelt, sondern ich weiß grundsätzlich, wie das funktioniert. Das ist ja so, dass Sie natürlich, die Frage ist, wie oft, wie viel Volumen geben Sie dazu und wie direkt geben Sie den Abgasstrahl raus. Und da kann ich natürlich Drosselklappen einbauen, sodass der Schall reflektiert wird und insgesamt ein leiseres Abgasgeräusch entsteht. Wenn ich die aber dann so verstellbar mache, dass ich die aufschalten kann, dann geht der Abgasstrahl da ungebremst raus. Aber das ist auch wieder eine Sache, wenn das auf freier Wildbahn passiert, ja, wo ich, sage ich jetzt mal, in der Eifel, ich kenne auch einige dieser Strecken, ja, oder im Harz, wenn Sie da fahren, wen interessiert's? Ja? Wen interessiert's? Genauso kann ich ja auch sagen, dass ich alle anderen möglichen Arten, Motorsägen oder alle anderen Sachen, die mich stören, ja, die müsste ich ja dann auch, Laubbläser, ja. Also mich persönlich stören die Laubbläser viel mehr im Herbst als Motorradfahrer, ja. Und wenn ich so anfange, dass ich alles reglementieren will, dass ich in einer totalen, ja, sterilen Welt leben will, wo alles verboten ist, was Lärm macht, dann haben wir tatsächlich hier so einen Zustand, wo wir über sowas reden müssen. Aber das wollen wir doch alle nicht. Oder zumindest hoffen wir, dass eine Mehrheit der Bevölkerung das nicht will. Und ich denke, dass die aktuelle Gesetzgebung, die wir in Deutschland haben, dass die absolut ausreichend ist. Man kann noch mal appellieren an das einzelne Verhalten. Man muss appellieren, ja. Aber Fehlverhalten in der Stadt wird ja auch bestraft, wenn Sie zu schnell fahren. Ja. Ich habe gesagt, auch wenn die Teile nicht zugelassen sind, es wird ja auch bestraft. Es ist ja nicht so, dass es keine Regulierung gibt. Ja. Die gibt es ja. Es geht nur darum, dass man hier eine Überregulierung nicht will. Und wie gesagt, das Perfide an dem Ding ist ja nicht, dass es einzelne Leute begrenzt. Das Perfide an dem ganzen Ding ist, dass es den Motorradfahren insgesamt eliminiert, weil nämlich Motorradfahren ohne Verbrennungsmotor ist heute schwierig und für die allermeisten nicht machbar finanziell. Gut, danke. Die nächste Frage bitte. Ja, das ist auch so ein Thema. Ja. Da bin ich jetzt aber mal ehrlich und sage, das haben wir jetzt für die Talkrunde hier nicht vorbereitet. Aber natürlich ist es so, dass auch die Geräuschmessung beim Auto immer weiter abgesenkt wird. Aber sind wir, wenn man sich das mal anguckt, 68 Dezibel, ja, das ist ein bisschen über Ruhegeräusch. Ja. Das ist ja fast nichts. Ja. Das ist ja Zimmerlautstärke. Das ist, man kann immer irgendwelche utopischen Werte da draufschreiben. Und es gibt Menschen, ja, gerade in diesen Regulierungsvereinigungen, die da sind, die schreiben einfach, oh, ich weiß nicht, was ich bis jetzt Gesetz machen soll, dann mache ich die Grenzwerte nochmal 10% schärfer. Ja. Machen wir was zu, ja, da bereite ich mich mal vor. Was das bedeutet, was heutige Autos haben, was sie historisch hatten, was das logarithmische, Lärm wird ja logarithmisch gemessen, was das genau bedeutet, wie viel Prozent Verschärfung das darstellt, bereite ich vor, will ich jetzt aus dem Stegreif nichts Falsches sagen. Das machen wir in einer weiteren Motorlounge. Die nächste Frage bitte. Ja, da fragt ein Herr Jannes, was schlägt die AfD denn vor, um die Sicherheit der Motorradfahrer zu verbessern? Jedes Jahr im Frühjahr gibt es leider immer wieder viele schreckliche Unfälle. Ja, eine Sache ist, dass die AfD natürlich auch bei dem Thema Leitplanken aktiv war. Wir unterstützen das natürlich auch, dass man gewisse Brennpunkte entschärft. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Das zweite ist natürlich das Thema Ausbildungsstand. Ja. Man muss natürlich dafür freiwillige Initiativen über die Verkehrsvereine anbieten, dass dann eben Fahrsicherheitstraining und sowas, dass das obligatorisch wird, gerade zu Beginn der neuen Saison. Und
altes Thema, Motorradfahrer verunglücken vor allen Dingen nicht unbedingt selber, sondern meistens im Kontakt mit irgendeinem anderen Verkehrsteilnehmer. Was heißt den Schutz da nochmal überdenken, was es da für Schutzmöglichkeiten für andere Verkehrsteilnehmer gibt. Aber das sind alles so Themen, da muss ich ehrlich sagen, ein Motorradfahren werden wir nicht so sicher kriegen wie Autofahren. Das ist vollkommen klar. Und das gehört eben zu dem Thema Freiheit dazu. Einen Wert Null gibt es im Bereich des Verkehrs auf jeden Fall nicht. Es gibt kein Null Unfälle. Es kann sie nicht geben. Also ja. Mit einem gewissen Restsatz müssen wir leben. Es sei denn, wir schränken und stellen alles Leben ein. Ja, also das Leben ist gefährlich, ist sogar lebensgefährlich, ja, und endet auch immer tödlich. Ja. Es ist aber so, dass gerade Motorradfahren ja gerade viel mit Freiheit zu tun hat. Und wer sich auf so ein Motorrad draufsetzt und es spürt und damit auch mal rumfährt, der weiß natürlich auch, dass er auch was wiederkriegt für den Einsatz, den er da bringt. Und generell gibt es heute technische Vorgaben zur Zulassung von Motorrädern. Da sehe ich jetzt keinen gravierenden Verbesserungsbedarf. Ich habe das gesagt, dass andere Verkehrsteilnehmer oder dass Verkehrsteilnehmer, dass da Regulierung, müssen wir nochmal prüfen muss, Abbiegeassistenten und so weiter sind wir ja auch dafür. Ist aber alles schon in Umsetzung. Also ist jetzt nicht irgendwie was wir explizit da auch vorschlagen. Aber das Thema Selbstverantwortung kommt natürlich da, spielt dann nämlich auch rein. Das können wir in einer späteren Motorlounge auch nochmal behandeln. Haben wir noch eine Frage? Nee, leider, wir haben nichts mehr. Aber wir könnten natürlich thematisch mal darauf eingehen, was denn die Pläne der AfD sind, wie sie gegen diese Forderung dieser breiten Gesellschaft aus CDU, FDP, Grüne, Linkspartei bezüglich dieser EU-Forderung, wie die AfD da sich positionieren will, beziehungsweise wie man dagegen vorgehen möchte. Ja, wir werden im Bundestag hier zu diesem Thema Motorradfahrverbote explizit eine parlamentarische Initiative starten. Ja, wir werden das nochmal klarstellen, dass wir fordern, dass hier nicht einfach Grenzwerte übernommen werden, sondern dass hier ganz definiert das Vorbeifahrmessverfahren mit 80 Dezibel dann eben für andere Geschwindigkeitsbereiche gilt noch, wenn man das erweitern will, aber es nicht unbedingt für alle Betriebszustände einschließen kann. Das ist das, was wir als Initiative einbringen werden. Und da, denke ich, haben wir einen großen Schritt mitgemacht, um das klarzustellen, um hier auch Sicherheit zu kriegen. Weil dieses Papier, so wie es momentan als Forderung dasteht, stellt eine erhebliche Gefahr dar. Wir werden auf europäischer Ebene nochmal beobachten, ob da Initiativen aus anderen Ländern auch gekommen sind und wie die vielleicht gestaltet sind. Und dann werden wir da entsprechend auch auf europäischer Ebene das abstimmen mit den Kollegen im Europaparlament und sehen, was wir da machen können. Das war auch das Schlusswort und wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir versuchen jetzt mal hier aus diesen sehr engen Sätzen wieder herauszukommen. Das machen wir aber, nachdem die Kamera weg ist. Besser so, besser so. Okay. Vielen Dank.